und sieht von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, wie es den Menschen einfach besser geht. Um dieses Gerät kennenlernen zu dürfen, musste ich mehrere tausend Kilometer fliegen. Ich musste nach Russland und ein Bekannter vor Ort sagte, ja, hier gibt es noch so einen Verrückten, so einen Wissenschaftler, so einen Spinner, der behauptet, er hätte eine Apparatur gebaut und mit dieser Apparatur könnte er Krebs wegmachen. Er hat fürs russische Militär gearbeitet. Während seiner Laufbahn kamen Ärzte auf ihn zu und die wollten bestimmte Frequenzen modelliert haben. Nachdem die Apparaturen dann fertig waren, hat er bloß noch mitverfolgt, wie regelmäßig die Ärzte mit Patienten zu ihm ins Labor gekommen sind. Die Apparatur war relativ groß, 3-4 Kühlschränke groß, also diese amerikanischen Kühlschränke. Und die Menschen lernte er dann auch im Laufe der Zeit kennen. Das waren alles Personen, die im Endstadium Leberkrebs hatten. Leberkrebs, sehr aggressiver Krebs. Die Schulmedizin hat schon gesagt, wir können nichts mehr tun, ja, bereitet euch auf den letzten Lebensabschnitt vor. Und jetzt sitzt er mit dabei, hat die ganzen Frequenzen immer einstellen müssen und sieht von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, wie es den Menschen einfach besser geht. Und nach 4-5 Monaten, wo auch die Ärzte sagen, als haben wir sie durchgetestet, die Werte sind wieder normal. Und dann dachte er so innerlich, das kann doch nicht der Apparat gemacht haben. Ja? Und hat angefangen zu recherchieren. Mir nannte er dann die erste Person und die war Nikola Tesla. Albert Einstein wurde mal von einem Journalisten gefragt, Herr Einstein, wie fühlt es sich an, als klügster Mann der Welt zu gelten? Und dann sagte Einstein ganz trocken zurück, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, Sie müssen Nikola Tesla fragen. Tesla war klar, ja, jetzt saßen wir da so mit dem Russen im Gespräch und dann nannte er noch eine zweite Person und diesen Menschen, diesen Namen hatte ich noch nie gehört und das war Georges Lakowski. Und als ich dann mal abends dann die Muße und die Zeit hatte, habe ich dann Lakowski eingegeben und bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Denn Lakowski war Russe, hat damals in Frankreich gewirkt und gelebt, war technisch sehr begabt, hat aufgrund seiner technischen Begabung ein paar Erfindungen gemacht, die konnte er gewinnbringend verkaufen, hatte dadurch eine finanzielle Freiheit und war im Austausch direkt mit Nikola Tesla. Die waren auch im Briefwechsel, sie haben sich auch später in New York mal getroffen und daraufhin hat dann Lakowski eine gewisse Spule gebaut, einen gewissen Apparat. Und dieser Apparat ist in Frankreich, in Paris, in Krankenhäusern, bei Menschen, bei Patienten wurde er eingesetzt, eingewendet und wir sehen hier im vorderen Teil eine Dame sitzen. Rechts davon sehen wir Lakowski und diese Dame im Vordergrund hat den schwarzen Hautkrebs. Und jetzt wurde diese Dame mit 82 Jahren 6 Wochen lang im Krankenhaus von der Apparatur von Herrn Lakowski behandelt. Und wir sehen ein Vorher- und ein Nachherbild. Von dieser Dame gibt es noch mehrere Aufnahmen, ja, aber die eindrücklichsten Bilder links und rechts, links sehen wir uns das Bild an, wo der schwarze Hautkrebs sich die praktisch hier in die Backe reinfrisst und nach 6 Wochen hat sich diese Wange, diese Backe komplett wieder regeneriert. Wie kann das sein? Welche Frequenzen, welche Informationen, welche Schwingungen hatte Lakowski mit seinen Wellen, mit seiner Apparatur erzeugen können, um dem Körper zu helfen, sich wieder zu regenerieren. Und jetzt ist das Ziel einfach, uns mal anzuschauen, was so eine Zelle macht. Wir stellen uns vor, das ist eine Zelle, der es nicht gut geht. Ja? Und jetzt helfe ich dieser Zelle von außen, wieder ihre Arbeitsweise zu aktivieren. Ja? Und ich gebe hier dieser Zelle Informationen und Energie drauf. Und was passiert dann mit dieser Zelle? Sie fängt wieder an zu? Sie fängt wieder an zu arbeiten. Sie kommuniziert jetzt mit den anderen Zellen, mit diesen Biophotonen, kann ihre Temperatur wieder richtig halten, fängt wieder an zu kommunizieren. Dieses Pferd hatte einen bierdeckelgroßen Melanom. Das Kuriose, die Pferdebesitzerin ist Medizinerin gewesen. Ja? Und alles probiert, es wurde immer schlimmer und es war einfach nicht mehr, es wurde nicht mehr gut.
Dann hat sie dem Pferd einen Eimer vorgesetzt mit Wasser, mit Karotten, hat dann über einen Freund dieses Gerät genommen, hat das Wasser strukturiert, also den ganzen Eimer. Das Pferd hat die Karotten gefressen, das Wasser gesoffen. Und das haben die in 3 Wochen 6-mal gemacht. Und nach 6 Wochen war das Ding zu. Nach weiteren 3 Wochen hat man von dem Fell nichts mehr gesehen.